Autohaus Dokic in Germaringen vereint das Beste aus zwei Marken, Hyundai und Nissan, direkt an der B12. Es freut sich auf Sie, Familie Dokic mit Team. Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Allgäu-TV-Nachrichten. Gelockert wird aktuell immer mehr. Die Maske ist bereits in vielen Bereichen Geschichte. Auch die Veranstaltungsbranche plant wieder fleißig Events. Die Allgäuer Festwoche dagegen ist abgesagt. Kritik gibt es da große. Mehr zum Thema gleich in den Nachrichten. Außerdem haben wir noch diese Themen heute für Sie. WLAN statt Wartezimmer. Pilotprojekt testet Videosprechstunde. Modern und trotzdem traditionell, so soll das neue Altusrieder Rathaus aussehen. Bevölkerungsschutz, kann der Bunker in Markt Oberdorf reaktiviert werden. Und das Wetter, stürmisch und überwiegend nass. Stellen Sie sich vor, Sie sind krank, rufen bei Ihrem Hausarzt an und wollen einen Termin ausmachen. Die erste Frage der Arzthelferin oder des Arzthelfers, wollen Sie den Termin live oder per Video? So gibt es das noch nicht, doch die Videosprechstunde wird immer beliebter und wird spätestens seit Corona kräftig angekurbelt. Über 1 Billion Videosprechstunden hat es bundesweit während des ersten Corona-Lockdowns 2020 gegeben. Werden auch wir im Allgäu in naher Zukunft per Klick statt per Klingel die Praxis betreten? Grüß Gott, Herr Meyinger. Hallo, Herr Ott. Was ist denn los? Also ich habe jetzt nach wie vor die Erkältungssymptome. Fieber kommt jetzt leider auch noch. Also erhöhte Temperatur im Moment so um die 38. Mhm. Ich wollte jetzt eben auch nochmal mit Ihnen besprechen, wie wir jetzt weiter vorgehen und was der Test sagt. Positiv, das wird der PCR-Test von diesem Patienten sagen. Corona-Fälle sind für Hausarzt Boris Ott dieser Tage keine Seltenheit. Videosprechstunden aber schon, zumindest noch. Seit Jahresbeginn ist der Bleicherer Hausarzt Teil eines Pilotprojekts, bei dem 10 Oberallgäuer Ärztinnen und Ärzte die Videosprechstunde testen. Für Boris Ott ist sie eine gute Alternative zwischen Live-Besuch und Telefonsprechstunde. Man sieht ja, sagen wir, insgesamt schon mal den Habitus. Wie sieht jemand aus? Wie reagiert er? Macht er einen kranken Eindruck oder nicht? Und das andere ist, wenn ich ein Gespräch führe, ich sehe, wie er reagiert. Das ist ja am Telefon manchmal schwierig, dass Gespräche auch mal gern schief gehen, weil man eine Reaktion nicht wahrnimmt und dann sich das falsch gestaltet. Es gibt ja genug Telefonate, die mal so klong enden. Etwa 30 Videosprechstunden hat Boris Ott im Rahmen des Pilotprojekts schon abgehalten. Der Bayerische Hausärzteverband, der Hausarztverein Oberallgäu und die Bosch Betriebskrankenkasse leiten das Projekt, informieren uns passend dazu per Videomeeting. Die Videosprechstunde soll nicht nur Telefonsprechstunde 2.0 sein, sondern bietet gerade für weniger mobile oder auch gehandicapte Patientinnen und Patienten neue Möglichkeiten. Auch taubstumme Patienten betreuen wir, denen brachte das Telefon bisher gar nichts. Ja. Video und Zeichensprache oder Lippen ablesen bringt deutlich mehr. Also insofern sehe ich das recht positiv und bin auch gespannt, was sich so herauskristallisiert als mögliche Schwerpunkte. Das Pilotprojekt soll auch Fragen beantworten wie, wann macht Video Sinn und wann nur der Live-Besuch? Wo liegen die Probleme, etwa beim Thema Internetverbindung? Oder welchen Mehrwert gibt es für Ärzte und Patienten? Gerade in Pandemiezeiten jedenfalls ist Distanz ja nicht unbedingt etwas Schlechtes, spart vielen Patienten Zeit und Nerven. Die Tagesabläufe sind einfach extrem getaktet. Und da will man es vermeiden, lang in Wartezimmer zu sitzen, vielleicht noch mit der Sorge, sich noch mit irgendwas anderem anzustecken. Ja, da kommen solche Aspekte einfach noch mit rein. Auch soll das Pilotprojekt in Erfahrung bringen, welche Altersgruppen mit dem Format klarkommen. Joachim Nikut hat gute Erfahrungen mit der Online-Sprechstunde gemacht, die auch ein Element von mehreren sein kann. Insgesamt ist es doch positiv, wenn man eine erste Diagnose oder Symptomerkennung zunächst mal über so eine Videokonferenz machen kann. Der Arzt kann dann sehr schnell entscheiden, ob es sinnvoll ist, in die Praxis zu kommen oder das Ganze vor Ort auch zu klären.
Arztpraxen könnten mit der Videosprechstunde beispielsweise auch ihre Reichweiten erhöhen und mehr Raum abdecken. Ein wichtiger Aspekt in Zeiten von Ärztemangel und demografischem Wandel. Das Wichtige ist, dass wir eigentlich für die Zukunft mehr gute Patientenversorgung gemeinsam schaffen, mit letztlich weniger Arzt- und Ärztinnenkapazität, weil es einfach von der Entwicklung so ist. Das ganze Jahr über wird das Format noch getestet. Spätestens Anfang 2023 wird sich dann wohl zeigen, ob es gute Aussichten für die Videosprechstunde im Oberallgäu gibt. Die Allgäuer Festwoche kann dieses Jahr trotz weitestgehend aufgehobener Corona-Maßnahmen nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Das ärgert sowohl Aussteller als auch Besucher. Darüber, dass die Festwoche im Rahmen einer Wirtschaftsmesse besser wäre, ist sich wohl auch die Politik einig. Bei der Frage, was die Probleme bei der Planung waren, gehen die Meinungen aber auseinander. Was wäre eine Festwoche ohne Produktvorführungen, Probierstände und Ausstellungen? Das werden die diesjährigen Festwochenbesucher in Erfahrung bringen, denn die Wirtschaftsmesse muss dieses Jahr entfallen. Grund dafür die fehlenden Zelte. Dass die Firma Röder mit dem Zeltbau aufhört, ist ja seit Sommer 2020 bekannt. Wir haben dann auch gleich daraufhin Kontakte mit möglichen neuen Zeltbauern aufgenommen. Allerdings müssen die Zeltbauer über Ausschreibungen gesucht werden. Dazu müssen im Voraus alle Details klar sein, was aufgrund der Umplanung im Stadtpark lange nicht der Fall war. Das wurde im Ausschuss im Prinzip final erst im November 2021 beschlossen. Und diese Entscheidung haben wir einfach gebraucht, um die Ausschreibung final rauszuschicken. Oberbürgermeister Kichle verteidigte die Organisation ebenfalls. Gegenüber der Allgäuer Zeitung nannte er auch die Pandemie und den Ukraine-Krieg als zusätzliche Probleme. Einzelne Fraktionen des Kärntner Stadtrates sehen das jedoch anders. Man hätte schon vor 2 Jahren sich darum kümmern müssen, dass man auch für 2022 eine Lösung hat. Und jetzt das auf den Ukraine-Krieg zu schieben oder gar auf die Pandemie, das geht absolut an der Sache vorbei. Das sind alles Thematiken, die längst vor dem Krieg relevant waren und eher die 2 Jahre, die keine Festwoche stattgefunden hat, pandemiebedingt, die hätten die gute Gelegenheit gebeten, das ganze Thema langfristig zu klären. Auch Festwochenbeauftragter Hans-Peter Hartmann hat sich nach dem Scheitern der ersten Ausschreibung etwas anderes erwartet. Und wenn ich dann bei der ersten Ausschreibung merke, es funktioniert nicht, dann muss ich auch da kreativ sein. Dann muss ich entweder die Vergaberichtlinien lockern. Wie weit es rechtlich geht, kann ich als Ehrenamtler nicht beurteilen, aber das muss eine Möglichkeit geben dann. Und wenn es auch spezielle Zelte sind, die sind nicht überall in der Festwoche, es sind viele Zelte, die einfach ein Standard-Rastermaß haben, das jeder Zeltbauer hat, dann muss ich es nicht einem anbieten, sondern muss es in mehreren Losen aufteilen. Ein weiterer Kritikpunkt sei der Umgang mit der Problematik in der Fraktionssitzung. Die Kommunikation habe gefehlt. Man ist im Grunde nur zum Werkausschuss gekommen und hat gesagt, so können wir die Festwoche nicht durchführen, wie wir es gewohnt sind. Wir erwarten schon von einer Werkleitung und natürlich auch von der Verwaltungsleitung an sich, dass, wenn etwas nicht funktioniert, dass ich dann ein Konzept habe, wie etwas zu funktionieren hat. Laut Martina Dufner wird das Konzept jetzt überarbeitet. Es wird beispielsweise über Fahrgeschäfte als Ergänzungen gesprochen. Also sicherlich kann es nicht nur Gastronomie sein in meinen Augen. Wir brauchen natürlich auch ein Programm, Familien mit Kindern, es muss etwas geboten sein. Und all diese Dinge, die werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln. Das ist immerhin ein Trost für die Besucher. Den Händlern ist damit aber leider nicht geholfen, denn dass die Wirtschaftsmesse ausfällt, steht fest. Gerade zur Zeit nach Corona wäre es für ganz, ganz viele Händler wichtig gewesen, dass sie wieder, sag ich mal, Kapital in ihre Kasse spülen. Im nächsten Jahr soll das aber definitiv wieder möglich sein. Immerhin sind sich in diesem Punkt alle einig. Ja, und nicht nur die Allgäuer Festwoche findet auch dieses Jahr nicht statt. Das Musikfestival Go to Gö in Görresried im Ostallgäu ist ebenso abgesagt. Wie auf der Homepage der Veranstalter steht, musste das Festival schweren Herzens abgesagt werden, denn eine seriöse Vorbereitung sowie Durchführung könne aufgrund der fehlenden Planungssicherheit nicht gewährleistet werden. Für das nächste Jahr stehen bereits neue Termine. Am 28. April und 6. Mai soll das Kultfestival dann in die 27. Runde gehen.
Mehr Nachrichten aus der Region gibt es gleich bei Kompakt. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Wir suchen Verstärkung. Wir suchen Sie. Werden Sie Teil unseres Mediaberaterteams im Rundfunkhaus in Kempten. Wir planen und helfen bei der Umsetzung von TV-, Radio- und Internetwerbekampagnen für unsere Bestandskunden und überzeugen neue Kunden von unseren Leistungen. Dabei treffen Sie Kunden vor Ort, nehmen im Homeoffice an Telemeetings teil und arbeiten in unseren Büros in Kempten. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz sowie eine interessante, leistungsgerechte Vergütung. Neugierig gemacht? Dann bewerben Sie sich jetzt im Rundfunkhaus in Kempten. Besuchen Sie uns, entdecken Sie und schmecken Sie die ganze Vielfalt Allgäuer Käsekunst. In unserem Käse- und Bioladen in Isny oder in Haselburg bei Leutkirch. Käsküche Isny. Mehr Bio als erlaubt. www.käsküche-isny.de. Bei uns genießen Sie Ihren Urlaub auch mit körperlichen Einschränkungen. Erfahren Sie Freude an Unternehmungen und gleichzeitig qualifizierte Pflege. Berggasthof Sonne, Pflegehotel Allgäu. Urlaub genießen und Pflege erfahren. Hosp, Ihr Weinhandel im Allgäu. Der Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. Jetzt neu in Kempten, Ludwigstraße 32. Für jeden Geschmack das Passende. Hosp Weinhalle. Und jetzt die Kurznachrichten vom Dienstag. Die Pflicht zur Quarantäne und Isolation nach einer Corona-Infektion entfällt ab 1. Mai. Gesundheitsminister Lauterbach setzt dann auf Freiwilligkeit. Ausgenommen seien Beschäftigte im medizinischen Bereich. Da gilt weiterhin eine Quarantäne von 5 Tagen und eine entsprechende Freitestung. Die jetzigen Regelungen funktionieren zwar, sind aber dauerhaft nicht notwendig, so Lauterbach. Ab Mai soll dann das neue Verfahren greifen. Diese Neuregelung gelte für Infizierte mit Symptomen und ohne Symptome gleichermaßen. Mit diesen Lockerungen sollen massenhafte Personalausfälle bei hohen Infektionszahlen vermieden werden. Stopp für B12-Ausbaupläne. Der Bund Naturschutz bezeichnet den Ausbau der B12 im Allgäu als zweitschädlichstes Straßenprojekt in ganz Bayern. Daher fordert er in einem offenen Brief an das Bundesverkehrsministerium den Stopp des geplanten 4-spurigen Ausbaus der Bundesstraße zwischen Buchloe und Kempten. Die Naturschützer berufen sich laut BR auf Berechnungen des Bundesverkehrsministeriums. Diese würden zeigen, dass der Ausbau nochmal deutlich mehr CO2 verursachen würde als bisher angenommen. Der Bund Naturschutz fordert deshalb Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf, die Planungen sofort zu beenden. Bergwacht zieht Bilanz. Die Bergwacht Nesselwang blickt auf das Jahr 2021 zurück. Da der Liftbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie weitestgehend eingeschränkt war, fielen im vergangenen Jahr nur 17 Einsätze an. 2020 waren es noch 61 gewesen. Seit Beginn des Jahres 2022 zählt die Bergwacht Nesselwang bereits 74 Einsätze. Das sei unter anderem dadurch zu erklären, dass die Alpspitzbahn wieder den Betrieb aufgenommen hat. Das waren die Kurznachrichten von heute. Jetzt kommt noch der Blick auf das Wetter. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die Zweiländer-Skiregion zu deinem Revier. Heute Nacht wird es größtenteils bedeckt und grau. Und das im ganzen Allgäu. Dazu gibt es Temperaturen von um die 4 Grad. Bewölkt und auch etwas ungemütlich starten wir morgen in den Mittwoch. Am Vormittag scheint kaum die Sonne, vereinzelt nur im Ostallgäu. Dort und auch im Oberallgäu wird es mit 13 Grad recht mild. In den anderen Regionen liegen die Werte bei um die 11 Grad. Am Nachmittag schaut es etwas freundlicher aus. In fast allen Regionen zeigt sich trotz Wolken immer mal wieder die Sonne. Am schönsten und auch am wärmsten wird es mit 15 Grad im Oberallgäu. In den Bergen kann es morgen stellenweise nass werden, vor allem am Nebelhorn und am Breiten- und Tegelberg. Ansonsten wird es teils sonnig, teils bewölkt. Die Werte in den höheren Lagen 5 bis höchstens 11 Grad.
Zum Ende der Woche kommt dann das klassische Aprilwetter, Regen und einige Wolken. So schaut es zumindest am Donnerstag und Freitag aus. Am Samstag lockert es etwas auf. Hin und wieder kann es sonnig werden. Stellenweise jedoch auch nass mit kleinen Regenschauern. 20 Jahre lang wurde über die neue Ortsmitte in der Oberallgäuer Gemeinde Altusried diskutiert. Jetzt ist es soweit, die Bauarbeiten haben begonnen. Zusätzlich zu einem neuen Rathaus soll auch ein neuer Marktplatz sowie ein Seniorenheim entstehen. Laut Architektin ist das Ziel, den regionalen Baustil möglichst modern zu interpretieren. Anja Neuhauser mit den Details. Bürgermeister Joachim Konrad atmet auf, denn jetzt geht es endlich los. Nach vielen Jahren Planungen und Diskussionen steht nun die neue Ortsmitte der Gemeinde, zumindest auf dem Papier. Für die Modernisierung wird es auch höchste Zeit, denn das bestehende Rathaus rechnet sich kaum noch. Das Rathaus hier ist energetisch sehr schlecht. Wir verbrauchen da sehr viel Öl, gerade in diesen Zeiten müssen wir schauen, dass wir hier besser aufgestellt sind. Und auch es platzt aus allen Nähten. Ich denke, wir sind eine moderne Verwaltung, wir wollen einen guten Bürgerservice bieten und das kann einfach so hier nicht mehr so stattfinden, wie wir es uns wünschen. Deswegen das neue Rathaus und die Umnutzung des alten Rathauses und mit dem neuen Marktplatz wird das, denke ich, eine ganz tolle Geschichte. Die Kosten des neuen Rathauses liegen bei 13 Millionen Euro. Der Baustil soll eine Mischung aus Moderne und Tradition sein. Holz und Beton sind dabei die zentralen Gestaltungselemente. Der Umzug vom alten ins neue Rathaus ist für 2024 geplant. Nach dem Umzug ins neue Rathaus wird es hier im alten Rathaus Einzelhandelsnutzungen geben. Bäckerei mit Kaffee, Feinkost, Apotheke. Dann das Freilichtspielmuseum soll hier Einzug erhalten und auch die gemeindliche Bücherei dann im Obergeschoss. Und so dass auch eine gute Frequenz auf den neuen Marktplatz einfach kommt. Das ist das Ziel. Der Marktplatz soll komplett autofrei werden. Deshalb verfügt das neue Rathaus dann über eine großflächige Tiefgarage. Und auch das Seniorenheim, die neue Postresidenz, soll Teil der Modernisierung werden und ihren Platz neben dem neuen Rathaus finden. Auch dort haben bereits die Bauarbeiten begonnen. Dieses bisherige Seniorenwohnen findet ja am Ortsrand statt. Das ist einfach nicht der ideale Standard. Ist auch in die Jahre gekommen. Die Menschen im Alter wollen mittendrin sein. Die wollen Teil der Gemeinschaft sein. Und deswegen haben wir nach vielen Verhandlungen jetzt diesen Platz in der Ortsmitte aufgetan, gemeinsam mit der Kreisspitalstiftung, eine Stiftung des öffentlichen Rechts des Landkreises. Entstehen soll hier also ein betreutes Wohnen mit Angeboten wie Kurzzeitpflege oder Tagespflege. Die Kosten 17 Millionen Euro. Auch der Altusrieder Maibaum wird künftig hier auf dem Marktplatz seinen Platz finden. Das freut Joachim Konrad besonders, denn das Thema Maibaum beschäftigt die Altusrieder mindestens genauso lang wie die Pläne des neuen Rathauses. Anwohner hatten geklagt, weil die Vögel auf dem Maibaum angeblich ihr Haus verschmutzten. Jetzt haben sich beide Seiten überraschend geeinigt. Der Neugestaltung der Gemeinde steht also nichts mehr im Wege. In Altusried wird neu gebaut. In Marktoberdorf dagegen will man eventuell reaktivieren. Was das mit einem Museum und dem Ukraine-Krieg zu tun hat, verrate ich Ihnen gleich nach einer kurzen Pause. Waffen Bär. Das Haus für Jagd, Sportwaffen, Jagd- und Trachtenmode. Der Spezialist für Ferngläser und Outdoor-Artikel. Große Auswahl und persönliche Beratung sind unsere Stärke. Waffen Bär. Mobilität erhalten, Lebensqualität sichern. Liftsysteme vom Profi aus der Region. Auch zur Miete. Treppenlift-Experten Bayern. Buchen Sie mit unserem kompetenten Team Know-how, Erfahrung und Service. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Bettensegge, Ihr Fachgeschäft für alles rund ums Bett. Daunenbetten fertigen wir für Sie in unserer eigenen Werkstatt. Persönliche Beratung für Schlafsysteme und Matratzen. So finden wir auch Ihr Bett. Bettensegge, Ihr Spezialist für rückenfreundliches Sitzen und Schlafen.
Lassen Sie sich vom Haus der bayerischen Geschichte in eine aufregende Epoche entführen. In der Sonderausstellung Tempo Tempo – Bayern in den 1920ern. Jetzt im Hutmuseum Lindenberg. Mehr auf deutsches-hutmuseum.de. Beim Beulendoktor in Innenstadt kümmern wir uns um wirklich alle Probleme. Ob Werkstattservice, Unfallinstandsetzung, Lackierung oder Aufbereitung. Wir sind die Kfz-Meisterwerkstatt mit dem Rundum-Sorglos-Paket. Geht's ums Auto? Geht's zum Beulendoktor. Betten Nägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Betten Nägele in Kaufbeuren und Landsberg. Wegen des Ukraine-Krieges kommt alles, was mit Verteidigung oder der Bundeswehr zu tun hat, gerade auf den Prüfstand. Immer wieder ist auch der Begriff des Zivilschutzes ein Thema in den Innenministerien. Zum Schutz der Bevölkerung gab es zu Zeiten des Kalten Krieges rund 500 Schutzräume und Bunker in Bayern. Einer davon in Marktoberdorf. Der ist heute ein Museum. Ob er sich noch oder beziehungsweise wieder als Bunker eignen würde, haben Boris Weltermann und Steffen Konrad versucht herauszufinden. Die Planungen begannen Mitte der 80er Jahre. Eröffnet wurde der Schutzbunker in Marktoberdorf erst am Ende des Kalten Krieges, im Jahr 1990. Ab da war er für etwa 25 Jahre einsatzbereit. Im Jahr 2015 wurde er ein Museum und erzählt seitdem Geschichte und Geschichten einer merkwürdigen Zeit. Thorsten Krebs ist Geschichtslehrer und hat mit Schülern des Gymnasiums Marktoberdorf das Bunkermuseum entwickelt und eingerichtet. An den Gymnasien gibt es ja schon seit längerer Zeit im G8 diese Projektseminare. Und ich bin Geschichtslehrer und habe mir dann überlegt, da könnte man ja hier was draus machen. Und wir haben dann mit einer sehr motivierten, kleinen, aber feinen Schülergruppe eben dieses Museum konzipiert, um auch zu zeigen, ja, was war der Kalte Krieg, gerade für die junge Generation, für Schulen, Schüler. Wir machen hier Führungen und haben das sozusagen dokumentiert, wie der Bunker funktioniert hätte im Ernstfall. Der Ernstfall wäre ein atomarer Schlag gewesen. Auch hier im Ostallgäu durchaus denkbar, zu einer Zeit, als US-Atomstreitkräfte in Landsberg und Görresried stationiert waren. Gedacht war der Bunker für einen Aufenthalt von maximal 2 Wochen. Platz war hier in der Tiefgarage für 1.185 Menschen, die sich insgesamt übrigens nur 24 Toiletten hätten teilen müssen. Die Energie für Strom und Belüftung konnte mit einem Dieselgenerator erzeugt werden. Wäre der ausgefallen, hätte die Lüftungsanlage auf Handbetrieb umgestellt werden müssen. Für einen Überraschungsangriff ist der Marktoberdorfer Bunker nicht eingerichtet. Auch einem atomaren Volltreffer hätte dieser Bunker nicht standgehalten. Aber man hätte natürlich diese Druckwelle, wenn in der Nähe was detoniert wäre, hätte man überleben können und auch den radioaktiven Fallout. Und dann wäre man hier unten gewesen und hätte dann aber nach 8, spätestens 14 Tagen rausgemusst, weil man einfach kein Wasser mehr hat und keine Nahrung. Zu Zeiten des Kalten Krieges gab es etwa 2000 öffentliche Bunkeranlagen in Deutschland. Das heißt Schutz für gerade einmal 2% der Bevölkerung. Ob die es heute noch gibt, jetzt wieder zu Schutzräumen werden, ist zwar denkbar, aber unwahrscheinlich. Und im Fall von Marktoberdorf würde dann auch ein Museum fehlen. Im Prinzip soll es schon auch ein Mahnmal für den Frieden sein, weil wer diese Bunkertechnik kennt und wie sie gedacht gewesen wäre, der weiß schon, in der Theorie mag das alles gut durchdacht sein, aber ob das in der Praxis wirklich Schutz bietet vor einem Atomkrieg, mehr als zweifelhaft. Die meisten Schutzbunker, die es heute noch gibt, stehen leer oder dienen als Abstellräume. Dieser hier hat eine Aufgabe, auch wenn es ein schweres Thema ist. 27 Medaillen konnte Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Peking insgesamt gewinnen, davon 12-mal Gold. Der überraschendste Goldmoment war wohl der Olympiasieg von Langläuferin Katharina Hennig im Teamwettbewerb. Das erste Langlaufgold seit 12 Jahren. Die gebürtige Erzgebirglerin wohnt seit mittlerweile 4 Jahren im Allgäu. Über den großen Erfolg bei Olympia hat sich Johannes Klemp mit ihr in der neuen Ausgabe des Allgäuer Sporttalks unterhalten. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Ja, hier auf dem Tisch sehen wir schon deine Trophäen, deine zwei Errungenschaften aus Peking. Ich muss sagen, für mich ist das auch was ganz Besonderes, weil ich noch nie so nah an Olympiamedaillen dran war. Hast du selber denn schon realisiert, was du da überhaupt erreicht hast? Boah, das ist eine gute Frage, die bekomme ich sehr oft gestellt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein, weil es ging einfach alles Schlag auf Schlag. Also beginnend mit der Silbermedaille, die hatte ich eigentlich noch nicht mal richtig verarbeitet, dann kam Gold dazu, ja, unbegreiflich. Und ich kam dann nach Hause, wurde mega lieb empfangen von meiner Familie und der Familie meines Freundes. Und dann ging es aber eigentlich auch schon direkt weiter mit Weltcuprennen. Und die Saison war ja noch nicht vorbei, das heißt, der Fokus musste irgendwo auch hoch bleiben. Und ja, ich musste einfach, konnte mich noch nicht so richtig, ich sag mal, darüber freuen, weil ja, ich musste einfach weiter funktionieren. Und jetzt steht die Deutsche Meisterschaft noch an in einer Woche und danach kann ich dann endlich ein bisschen locker lassen. Wir haben über deine Medaillen hier schon gesprochen, zwei Wahnsinnserfolge. Was war dein persönliches Ziel, bevor du nach Peking rübergeflogen bist? Mein persönliches Ziel war einfach, dieses Mal zu schaffen, dass ich beim Großereignis in Topform bin. Das ist tatsächlich immer gar nicht so einfach zu treffen im Trainingsaufbau, weil der Körper ist ja dann doch keine Maschine, die man programmieren kann, sondern man reagiert jedes Jahr ein bisschen anders mit dem Training, was man macht. Und mir ist es in meinem Leben tatsächlich noch nicht so oft gelungen, dass ich in absoluter Topform beim Großereignis war. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt, mein Ziel ist es, dort eine Form zu haben und der Rest regelt sich dann von allein. So war es dann tatsächlich. Also bin ich sehr glücklich, dass ich das erfüllen konnte. Ja, gesagt, so war es dann absolut. Silber in der Staffel war ja schon der erste riesengroße Erfolg, mit dem man vielleicht gar nicht unbedingt gerechnet hat. Wie ist das, wenn man Silber dann schon in der Tasche hat und das eigentlich schon unglaublich und ein Wahnsinnserfolg ist? Läuft man dann total befreit auf im Team? Ja, also das ist Fakt. Jetzt im Nachhinein, wenn ich das alles so ein bisschen Revue passieren lasse, merkt man erstmal, was der Kopf oder die Psyche da auch ausmacht. Mit der Silbermedaille, das war ein Riesending für uns als Team, weil wir haben jahrelang wirklich darauf hingearbeitet, dass wir irgendwie wieder dahin kommen und in der Lage sind, dort eine Medaille zu erlaufen bei einem Großereignis. Und die Freude, wie dann Sophie über die Ziellinie ist, die war einfach unfassbar. In dem Moment habe ich einfach alles gefühlt, weil es war so wunderschön, dass es endlich mal geklappt hat und die harte Arbeit sich auch ausgezahlt hat. Und wir hatten alles erreicht, mehr als wir uns vorgenommen hatten. Und das ist natürlich schon ein Umstand, der beflügeln kann, weil wir hatten nichts zu verlieren im Teamsprint. Wir wussten, dass wir gut drauf sind. Und das ist unglaublich, was sowas ausmachen kann. Ich habe es auch selber angeguckt. Die Staffel war schon total unglaublich. Nur früh eingeschalten und eigentlich einfach mal Olympia gucken und dann so ein tolles Rennen zu sehen. Das ja dann echt wirklich noch mal komplett in den Schatten gestellt worden ist. vom Teamwettkampf ein paar Tage später mit der Goldmedaille. Was war das für ein Gefühl? Ja, also es war ja eine sehr spezielle Situation für uns, weil eigentlich sollte ja die Katharina Sauerbrei auf zwei laufen. Die hat dann gesagt, sie ist nicht 100% fit, wo ich auch wirklich einen Hut vor ihr ziehe, weil das muss man auch erstmal machen, in dem Moment ehrlich zu sich sein und zu sagen, ich kann heute nicht 100% bringen. Das hat sie gemacht, das gebührt großen Respekt. Und dann ist natürlich die Vicky dafür eingesprungen. Hatte ich aber null Bedenken, weil die hat sich genauso vorbereitet, als hätte sie auch laufen müssen. Die hat mit uns eine intensive Einheit am Tag davor gemacht. Also das war alles top vorbereitet und sie war sowieso heiß zu laufen. Und ja, und dann lief das Halbfinale schon recht gut. Dann haben wir in der Pause zwischen Halbfinale und Finale waren wir noch zusammen laufen und da hat sie ja noch zu mir gesagt, mehr im Scherz, sie würde dann die anderen auf der Zielgerade platt machen. Ja, und das hat sie dann umgesetzt und es war einfach irgendwie krass, weil wir hatten von vornherein einen Plan. Jeder hatte eine andere Aufgabenstellung für das Rennen und wir haben es beide zu 100% umgesetzt und dass es am Ende dann mit Gold belohnt wird, das ist ja immer noch unfassbar. Das ganze Interview mit Katharina Hennig sehen Sie in unserer neuen Ausgabe des Allgäuer Sporttalks. Der läuft noch diesen Monat bei uns im Programm. Morgen werfen wir dann einen Blick auf die diesjährige Motorradsaison. Die hat bereits trotz unbeständigem Wetter begonnen. Zu beachten gibt es jedes Jahr einiges. Gute Reifen und die Schutzkleidung spielen beispielsweise eine wichtige Rolle. Mehr dazu dann morgen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.
Autohaus Dokic in Germeringen vereint das Beste aus zwei Marken, Hyundai und Nissan. Direkt an der B12. Es freut sich auf Sie, Familie Dokic mit Team.